Hier ist ein Creeper, hier ist ein Creeper. Oder hast du gefurzt? Das wollte ich unbedingt machen. Hallo Zuschauer, hallo Cappies. Wir sind wieder hier, Minecraft. Der Fussel hat was Geiles vor in dieser Folge. Ja. Ich glaube, ich habe auch was vor in dieser Folge. Mhm. Werdet ihr sehen, aber ich gebe das Wort auch mal weiter an Fussel. Was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, hallo. Hallo Fussel. Hallo. Hallo. Er ist auch bekannt als FettLP, nicht als Fussel. Ja, also YouTube suche FettLP. Genau. Nicht Fussel. Fussel findet ihr nicht. Nee. FettLP findet ihr. So, aber jetzt genug. Ich kümmere mich mal hier um die existenziellen Dinge. Ne? Um die wichtigen Sachen. Du hier, machst du mal uns was Leckeres. Ja, mach du mal deine Beauty-Sachen hier. Ich kümmere mich mal um das Wichtige. It's the Beauty and the Beast. So, hast du überhaupt gesehen, wie viel Eisen ich angekarrt habe? Bevor Nein. du es hier aus dem Ofen genommen hast? Ich habe nur geschmolzen. Ah, so, okay. Oh, ja. Ich leg mal hier wieder Gold rein. Gold habe ich nämlich auch gefunden bei unserer letzten Höhlentour. Aber ich bin ja jetzt, darum geht es ja jetzt gar nicht. Ich wollte was machen. Ich wollte was ganz was Schönes machen. Und ich habe es vergessen. Ich habe keine Ahnung. Hier, richtig. No, ich habe die pure Ahnung. Die pure Ahnung. Aber ich suche was anderes. Was denn? Haben wir echt kein Holz mehr? Nee, viel Holz haben wir. Also ich habe noch ein bisschen, aber das verbaue ich auch gerade. Weil ich wollte hier so einen kleinen Holzsteg und dann vielleicht mal Treppsche rein, weißt du? Oh, es wird Nacht. Was meinst du, Fussel? Legen wir uns schlafen? Dann könnte ich direkt in der Früh anfangen, Holz zu farmen. Was meinst du? Ja, dann machen wir das. Ja, ich lege mich schon mal hin. Ja, es ist immer schlau, die Tür zuzumachen. Ja, mach die Tür wieder zu, wenn du mal kommst. Ja, ich mach's doch von außen zu. Ja. Gute Nacht, John Boy. So, gute Nacht. Das war aber eine kurze Nacht, oder? Mein Gott. Das war aber richtig. Ja, kommt mir immer kürzer vor, weißt du? Und raus und raus. Und sind Nachbarn hier? Sag mal, wie war denn das nochmal mit dem Anlegen von Treppen? Was denn? Die musst du genau an der Seite anlegen. Du machst es. Weißt du, was? Für meine Zuschauer. Ich stelle mich jetzt mal daneben und nehme dich auf. Warum hat er die Treppe denn jetzt invers gebaut? Ist der doof? Ich bin nämlich total irritiert, weil das Bauen in Staxel, was ich ja auch noch spiele, ist ganz anders. Aber warum baut er die Treppe denn jetzt so, der Idiot? Also ich sag jetzt mal nichts dazu. Ich stelle mich mal ein bisschen näher hin, man sieht ja nichts. Ah, nee. Ach, ich lass dich mal. Ich geh mal Holz organisieren. Ne? Du machst das schon. Wie hat er die denn jetzt wieder gebaut? Ach, ich habe das Falsche genommen. Ich muss mal eben Luft holen. Das dauert, ja. Also Holz, wir haben eigentlich alles in Hülle und Fülle. Alles hier, alles da. Stein vor allem, ja. Ja, Stein haben wir ein bisschen. Nicht mehr viel, aber ist schon noch was da. Das ist doch Wellensittich-Kacke hier. Ich sag nichts. Ich genieße gerade. Ja. So, jetzt darf ich nicht mit Sand arbeiten, sondern jetzt muss ich mit was anderem arbeiten. Gut, mache ich mir halt kompliziert. Puh, mir doch egal. Das war mit Steuerung, konnte man raus, ne? Nein, konnte man nicht. Okay. Wo willst du denn raus? Machen wir eine Arbeitsbühne. Ah, okay, sehr schön. Sehr schön. Ja, mach dir mal eine hübsche Arbeitsbühne. Aber wenn du nicht mehr weiter weißt, bau dir eine Arbeitsbühne. Eine alte Bauarbeiterweisheit. Genau. Ne? Nach dem Dixi-Klo und einem halben Kasten Bier erstmal eine Arbeitsbühne schaffen. So. Junge, bin ich fleißig. Das muss der auch mal sagen. Ich meine, wenn du mich beobachtest, wirst du ja sehen, wie ich hier am Schuften bin. Am Schuften? Du bist am Schuften? Ich hol's hier alles ab. Ja, und wie? Und wie? Ich bitte dich. Da fällt ein Baum nach dem anderen. Wie so ein Biber. Der fleißige Biber, weißt du? Ja. Ich meine, ich fress das Holz nicht, aber von der Arbeitsgeschwindigkeit kommt's hin. Das könnte gut sein. Na, dank Colgate. Wer kennt's nicht? Richtig. Der Tag kommt, Colgate geht oder so ähnlich.
Ja, fast. Der ist eigentlich auf die völlig bescheuerte Idee gekommen, hier am Wasser arbeiten zu wollen. Ich weiß nicht. Ich glaube, du hattest da deine Finger im Spiel. Ja, aber was will ich denn damit? Weg damit. Ich will das Holz, nicht die Setzlinge. So, hier noch ein bisschen hämmern. Dann. Der steht so schön da, den kann ich doch gar nicht wegmachen. Ich mache ihn weg. Ich brauche das Holz. Hey, Junge, Junge, die verlieren aber Späne. Da kriegst du mit, wie ich hier am Husten bin. Ne? Ja. Ich wollte schon sagen, das liegt an deinem Rauchen, aber... Nö, um Gottes Willen, ich rauche nicht. Ich dampfe ja. Mhm. So. Das ist so ungewohnt, wenn du jetzt wirklich tagelang bei Staxel gearbeitet hast und jetzt plötzlich hier bei Minecraft, ne? Dieses Anlegesystem ist wirklich ein ganz anderes. Ja, aber man sagt ja Minecraft nach, dass es eine leichte Verständlichkeit hat und für jedermann spielbar ist. Hm? Verstehe ich nicht. Ja, ich überlege auch schon seit 6 Jahren, was sie damit meinen. Ich, was ich denn kann mir das nicht erklären. Ich kann gar nichts wegschmeißen, das gefällt mir aber gar nicht. Wie, du sollst ja auch nichts wegschmeißen, du sollst ja sammeln. Ja, aber ich will die Setzlinge hier noch sammeln. Das kann ich nicht, weil mein Inventar voll ist. Weißt du was, ich schwimme mal kurz zurück. Inventar, ob das ein Grund wäre. Ja, ich hätte gerne einen Rucksack, ein Backpack, wo mehr reinpasst. Weißt du, wie ich meine? Ein Bodybag? Ja. Nee, nicht unbedingt. Es sieht, oh, sieht klasse aus. Das ist wie im Schwimmbad. Dieser Rand, weißt du? Da wo immer so ein Schild steht, nicht von der Seite reinspringen. Weißt du, ja. Kennst du das? So sieht das aus, wie so der Wasserablauf, ja? Wenn das Becken überschwimmt, weil 20 dicke Kinder hier reiten. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Dicke Kinder wollen wir ja nicht drin haben. Nein, also dicke Kinder wollen wir hier wirklich nicht haben. Ne? Ich meine, Schafe, okay, aber dicke Kinder nicht. Nee, dicke Kinder nicht. Aber Junge, weißt du, was wir hier Erde haben? Ich hoffe, genug. Ja, wir können damit noch einen Berg ausheben. So. Diorit haben wir ohne Ende. Oh, Holz habe ich gesammelt, wie ein Vollidiot. Sehr gut, ich könnte was gebrauchen, glaube ich. Sand haben wir ohne Ende hier in der Truhe. Echt? Oh. Was hatte ich vor? Ich wollte das machen. Oh, Gottes Willen. Das machen. Oh, Junge, Junge. Ich will das machen. Oh, wir haben Holz hier. Das glaubst du nicht. Ja, irgendwo hatten wir was einsortiert, meine ich, ne? Oh, nee, jetzt nach meiner ganzen Arbeit. Ich meine, ich muss mir auf die Schulter klopfen. Ja. Das war schon eine Leistung für mich. Also hier hinten ist auf jeden Fall noch ein Arsch voll Erde und Sand. Und sehr viel Stein und ein Buch. Und ein Buch? Ein Buch brauche ich nicht. Mit dem Buch kann ich nichts anfangen. Das wissen wir. Ist nicht meine Krankheit. Ne, das ist in Ordnung. Ne, ein Buch. Wer will schon ein Buch haben? Ach, Scheiße. Wenn der YouTube hat. Ja? Eben. Du brauchst doch keine Bücher. Ach, wieder nicht. Und noch was lesen, Bücher. Weißt du? Dass es sowas überhaupt noch gibt heutzutage, weißt du? Das ist schon peinlich genug. Wir sind im Jahr 2019. Verstehst du? Und die kommen mit Büchern, ey. Widerlich. Ekelhaft. Also noch ein bisschen. Aber wirklich widerlich. So. Widerlich. Wobei, du kennst den Spruch, ne? Lieber widerlich als wieder nicht. Ja, wobei, es kommt drauf an, ja. Also, ich meine, wenn die Auswahl wirklich hart ist, dann würde ich lieber sagen, wieder nicht. Lieber nicht, genau. So. Hat er. So, dann, da. Da hat der Fussel. Jetzt wieder für eine Scheiße hier. Ja, da machst nur, was ich bügel die ganze Zeit deine Fehler aus. Ah, widerwärtig.
Warum habe ich denn jetzt plötzlich den Scheiß hier? Ich will doch Sand haben. Fussel, ich bitte dich. Ich bitte dich. Inständig. Ja, inständig. Kann so nicht arbeiten. Was war denn eigentlich mit der automatischen Sortierfunktion? Hast du die schon oder nicht? Was ist das denn? Was soll das sein? Ja, dann werden die Kisten automatisch sortiert. Ach so, ja, hab ich schon, benutze ich jeden Tag. Mhm. Was hältst du denn von einem computergesteuerten Sortiersystem? Davon halte ich gar nichts. Nicht? Nö, davon halte ich überhaupt nichts. Ich würde es aber auch selber programmieren. Ja, nicht aber du. Dafür. Ja, okay, viel Spaß. viel Spaß. Finde ich klasse von mir. Du super. Müsstest nur das NT-System eben installieren. So, was hältst du denn davon? Wäre das was? Sieht das gut aus? NT? Nein, hier. Warte mal. Ich sehe gerade nichts. Warum nicht? Ist da noch Licht? Ja, ich bin. Achso, was ist denn? Ich komme. Ich komme mal rum hier. Mal gucken, was der Fussel hier so gemacht hat. Na? Das ist also mehr Kreativität ist nicht zu machen. Ich muss da ganz kurz mal schlucken, weißt du? Ja, du kannst hier runterlaufen, hier unten ist eine Plattform und dann kannst du von hier in den Tod springen. Achso, da kann man echt laufen. Ja, da kann man laufen. Ja, da, ich bin begeistert. Und dann dachte ich, machen wir hier vielleicht noch so ein bisschen Strand oder so, dann können wir uns hier nackt hinlegen, weißt du, und auf die Creeper warten. Die dann zur Massage kommen. Aber das finde ich schön. Das finde ich schön. Schau mal, wie schön der Steinweg hier aussieht, wenn er zwischen Gras und Sand ist. Schau mal, wie schön. Ja, ne? Schau mal, wie schön. Und das Tolle ist ja auch, man könnte theoretisch von der Seite reinspringen. Auch, aber du kannst ja auch hier hin, weißt du, so und anlegen, ja, so und dann einfach raus, weißt du? Wie hast du das gemacht? Links-Shift. Wie Links-Shift? Ja, linke Shift-Taste. Ui, tatsächlich. Ja, wie klasse ist das Wird denn? Aber den Doofen auch angezeigt, wenn man sich reinsetzt. Warte mal, das muss ich testen. Drücke L-Shift zum R. Ja, ich war da beschäftigt. Weißt du, ich kann ja nicht auf jedes Detail achten. Das geht nein, ist ja nicht. Ich hab da nicht so viel Zeit. Ja, es ist alles gut. Aber schön, es gefällt mir gut. Es gefällt mir richtig schön. Wenn du es hier noch weiter ausbauen würdest, klasse. Da sollen wir noch ein bisschen dranhängen? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es schön. Wir können natürlich hier, ne, weißt du? So, weiter rein würde ich jetzt nicht mehr. Ja, ich würde das wie folgt machen. Vielleicht so. Ja, dass wir das so ein bisschen verlaufen lassen, weißt du? Ja, richtig. Finde ich schön. Ich habe keinen Sand mehr. Ich würde sagen, wir gehen schlafen. Ja, komm, ist schon wieder dunkel hier. Mein Gott. Ich mach mal Tür zu, ne? Ja, danke dir. Komm, leg dich hin, Fussel. Ja, gute Nacht, John Boy. Ich vergesse die anderen Namen. Ist egal. Ah, ein herrlicher. Schau mal die Sonne. Schau mal die Sonne, wie sie hier auf dem Wasser glänzelt. Ich kann gar nicht mehr reden. So schön ist das. Weißt jetzt du, stell dir bitte mal vor, du kommst morgens aus deiner Bude raus mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Setzt dich hier hin oder stellst dich hier hin. Kratzt dir nochmal am Hoden dabei. Und sagst, schniefst nochmal, ob alles richtig ist, genau. Ah, oh, ist doch klasse. Ja, danke, Jogi Löw, für diesen Tipp. Was denn? Nee, alles gut. Ja, was denn? Ich finde, das war wertvoll. Warum denn nicht? Nee, man kann sich auch mal bedanken für sowas. Ja, absolut. Jogi, danke. Der hat für uns Männer wirklich eine Menge gemacht. Ja. So, du weißt schon. So. Freiheitsrechte und so, ja. Niveau und so, weißt du, wie ich meine? So. Ist das nicht diese Fettcreme-Niveau? Ja, richtig. Immer schön draufschmieren, nicht geizen. Genau, dann flutscht es besser. Jetzt, ich mache mich mal an die Feldarbeit. Ja. Samen habe ich auch viel. Das ist schön. Das brauche ich noch. Ich kann doch hier, Weizen habe ich auch jetzt doch ein bisschen was dazu bekommen. Ja, hast du ein bisschen Weizen. Ah, das ist schön. Ja, so ein bisschen Weizen habe ich. So ein bisschen. Kürbiskerne brauche ich nicht. Nee, die braucht kein Mensch. Aber
Ja, die braucht doch keine Sau. Wer ist schon Kürbis? Er brauchst du nur einmal im Jahr, wenn Halloween ist. Sonst brauchst du es nicht. Eben, Kürbiskerne knabbern ist eh was für komische. So. Ja, ja, ja. Ich stehe mir auf so einen Blumenkern. So. Ich versuche mal hier was zu machen. Fleisch. Siehst du, ich habe doch gesagt, die Anzeige geht runter. Hey, was soll das denn? Sieht schön aus, ne? Nee, das habe ich schon mit Absicht da. Soll ich da schon mal buddeln, sagst du? Wie buddeln? Achso, den Gang? Ja. Oder was? Ja, bitte. Du weißt ja. Wie? Ne? Du wolltest oh. Hier, meine Blumen müssen weg und dann eine, ne? Und die machen wir komplett mit Cobblestone, oder was? Hätte ich gesagt, ne? Machen wir einen schönen Tunnel und dann können wir auch aus Holz machen, wenn du willst. Oder wir machen Sandstein. Können wir hier an der Stelle wahrscheinlich tun, ne? Ja. Also Sandstein. Ja, Sandstein. Und ja, drei hoch, sagst du, ne? Und drei hoch. So drei auf drei. Ne? Wir können natürlich und, auch am Ende den Tunnel vielleicht auch noch auskleiden. Ja, aber dann hätten wir eine Doppelwand. Im Zweifel wird das eng. Das wird ein bisschen eng. Ja. Das würde ich, oder wir können es natürlich belassen und die Erdwand stehen lassen. Das geht auch. Ja, wir können ja auch einen Teil davon vielleicht, ne? Oder hier eine Decke wenigstens einfügen in den Tunnel. Ich sammle mal die Steine. Brauchst du welche? Nö, ich hab gedacht, die Hälfte mal ein bisschen bei der Arbeit. Ja, unbedingt. Das ist sehr hilfreich. Das mache ich ja immer. Ich bin ja so der Teamplayer. Ja, also, einer muss das ja hier machen. Ja, richtig. Ich habe eindeutig zu viel Sand. Was brauche ich? Ich brauche eine Hoe. Eine Hoe. Wie kriege ich denn jetzt meine Hoe wieder zusammen? Also nicht. Hast du die kaputt ich gemacht? Muss auch irgendwie gehen. Ja, ich habe meine Hoe ein bisschen ruiniert. Aber die geht doch, genau, die geht so und die hätte ich gern zweimal, danke, und das wieder rein und danke und ich komme. Ich muss ja noch das Feld bestellen. Ja. Ja, bei Amazon, ne? Ja, richtig. Prime kommt morgen. Gut, sehr gut. Schön ein fettes Weizenfeld mit Mohrrüben drauf. Ach, ja, richtig. Das machen die auch. Sonderwünsche. Da gehen die drauf ein. Ist ein amerikanisches Unternehmen. Weißt ja, du? Die wissen, wie Service geht. Ja, Service wissen die. Ja. Wissen die. Anders als diese doofen deutschen Unternehmen. Die haben doch keine Ahnung. Ja, die verarschen einen auch nur. Ganz ehrlich. Ja, das ist so. Oh, der Weizen wächst schon. Ist das schön. Der Tunnel ist fertig. Und hier wollte ich einen Durchgang machen. Zum Feld. Hier ist der Weg zum Feld. Nicht dort, da mache ich wieder zu. Was? Sondern durch den Tunnel kommt man ans Feld. Ja, deswegen. Tunnel ist schön. Nicht fertig, aber er ist fertig. Ja, so, du weißt schon, wie ich meine. Du machst das schon. Also er ist auf jeden Fall durchgegraben. Das ist sehr schön. Sehr schön. Wobei ich mich natürlich schon geil finde. Also entweder machen wir den mit Sandstein, hier die ganze Wand. Lass mich mal was machen. Ich habe da so eine Idee. Und zwar. Also auf jetzt mal was ganz Schönes. Mhm. Da musst du am Ende kannst du nur noch sagen, mein Gott, Wutkäppchen, klasse Sache. Da kannst Wenn du das nicht... jetzt Obsidian wäre und wir würden es anzünden, ne? Ja, dann wären wir durch. Mhm. Was sagst du? Sieht doch schön aus. Schick. Toll. Super. Okay. Was ist jetzt schon wieder los? Der Herr ist aber auch nie zufrieden, oder? Ich hab doch gesagt, sieht super aus. Ich würde mir vielleicht noch einen Steinweg oder so hinmachen. Nicht, dass er hier pflanzt und nicht wieder drüber latscht. Ja, ich meine. Gleich. Nee, lass mich aber mal. Aber das ist dein Projekt. Genau, Bauersarbeit ist meine Arbeit. Passt zu mir. Ich komme aus Bayern. Bayern, das ist voll in Ordnung. Ja, freilich, sag ich. Ja, freilich, geht er schwimmen. Jawohl, der Fussel. Das Ding würde ich aber mal abtragen, oder? Das kann man nicht mal außerhalb der Folge machen. Die Außenkante, oder was? Nee, das hier. Dieses hässliche Ding hier. Das ist doch schön. Was? Das ist ein gottesgleiches Bildnis.
Ja, was will man? Das ist ein physikalisch völlig unmögliches Objekt. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Das ist wunderschön scheiße. Schau mal, wir haben Hexen hier, also gibt's auch Wunder. Nein, Wunder gibt es immer wieder, habe ich mal gehört, aber wir sind fertig für heute. Sag mal tschüss. Für heute sind wir fertig. Ich sag mal tschüss. Tschüss, liebe Zuschauer. Tschüss. Ja, bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.